Ein Schrei der Ohnmacht nach einem Zweikampf. Was aussieht wie ein alltägliches Foul in Fußballzeiten, die als grob gelten, schockiert. Es ist der 14. August 1981, der zweite Bundesligaspieltag. Na, Ewald war zu dieser Zeit ein sehr guter Spieler. Ich habe fast 700 Pflichtspiele. Wenn er am Ball ist, dann gibt es für mich ein Problem. Das war an der Tagesordnung, dass man als Stürmer bei der Ballannahme zusammengetreten wurde. Und dann kam ja das Spiel gegen Bielefeld. Das ist die Szene, um die es geht. Links unten am Bildrand Ewald Lien, der links außen. Und Norbert Siegmann, der Außenverteidiger von Werder Bremen. Ein harter Spieler, ein brutales Foul. Achten Sie auf den rechten Oberschenkel von Lien. Weil wir damals in einer Zeit gelebt haben, wo wir als Stürmer wie Freiwild rumgelaufen sind. Also ich wollte ihn auf keinen Fall verletzen. Das kann ich ganz klar sagen. Es war ein Zufall und ein Unfall. Eine Wunde wird zum Mahnmal und zu einem Verdacht. Und er glaubt, den Schuldigen für dieses Foul gefunden zu haben. Lienen ging hier auf Werder-Trainer Otto Rehhagel los. Lienen will gehört haben, dass Rehhagel seinen Bremer Gegenspieler aufgefordert habe, beim nächsten Mal gegen Lienen ordentlich zur Sache zu gehen. Vorsatz, glaubt der Gefaulte. Hat Herr Rehhagel Ihnen das ein Zeichen gegeben? Herr Rehhagel hat mir also kein Zeichen gegeben. Lienen, der Stürmer, klagt noch im Krankenbett. Das ist für mich ganz eindeutig eine vorsätzliche Körperverletzung gewesen, auf die ich auch reagieren werde. Der Fußballprofi und Querdenker will wissen, sind derartige Fouls strafwürdig? Lienens Strafanzeigen bleiben ergebnislos, aber Siegmann fühlt sich verfolgt. Es war ja Freitagabend das Spiel, am Samstag schon die ersten Morddrohungen. Siegmann gebrandmarkt als Vorzeigeobjekt einer Kloppergeneration. Du Schlitzer, ja. Das ist schon eine harte Nummer, das muss ich sagen. Lienen, innerhalb von 4 Wochen gesund, im Rückspiel dabei. Auf Siegmann verzichtet Bremen aus Vorsicht. Otto Rehhagel, dem kein Vorsatz nachzuweisen war, trägt eine schusssichere Weste unter seinem Anorak bei Bremens Sieg in Bielefeld. Man hat vorher eine Waffe vor dem Spiel sichergestellt. 31 Jahre später wieder in Bielefeld. Das Fachmagazin Kicker bringt Lienen und Siegmann 2012 erstmals wieder zusammen. Eine Versöhnung. Eine regelrechte Hetzjagd auf ihn veranstaltet worden, was einfach auch nicht korrekt war. Ein Weg aufeinander zu, denn... Ja, für ihn war es Absicht. Jahrelang. Und für mich nicht. Lienen kennt versöhnliche Worte. Er hat einfach das Pech gehabt, dass er mich in dem Moment im Oberschenkel getroffen hat und dass es zu dieser spektakulären Wunde gekommen ist. Eine Wunde, die nun wirklich geschlossen ist. Für Lienen und auch für Siegmann.